Os Dragons, it's Dragon Time, genauer gesagt, ihr wisst schon, Dragon Coaching Time. Und bevor wir in 3 Minuten, 1, 2, 3 Minuten, da richtig reinstarten, gönne ich mir noch einen kleinen Shake, dass ein paar Zuschauer kommen, ein paar Menschen mit reinkommen, die ich auch mich da unterhalten kann. Schreibt bitte eure Kommentare zu Themen, Fragen und so weiter. Ich gönne mir erstmal einen Shake. Mmh. Wahnsinn. Mmh. Die beste Zwischenmahlzeit. Oder wenn ihr mal keine Zeit habt, was Gutes Hundi ist hier, was Gutes haben wollt. Ich erkläre ganz kurz, was da drin ist in diesem Shake. Ist ganz einfach. Reismilch. Ein Scoop, also ein Löffel von unserem Dragon Food Vegan King Protein. Geschmack Schokolade, Haselnuss, Bombe. Dann haben wir noch gefrorene Beeren, eine Handvoll gefrorene Beeren, damit es so schön kalt wird, ein bisschen wie ein Dessert, wie ein Eis. Und noch 2 Löffel Backkakao. Warum Backkakao? Damit da kein Zucker dabei ist. Und dann habt ihr einen Shake, der echt Weltklasse ist, euch Power gibt und das ist wie ein Dessert, eine Süßigkeit. Also gönnt euch das und ja. Für alle, die sich wundern oder fragen, was kann man sich Gutes mal gönnen zwischendurch, ohne da jetzt was Schlechtes essen zu müssen. Petrus Ruhe da unten. Mm. Kleiner Kerl. Heute habe ich 2 Themen für euch vorbereitet. Richtig tolle Sachen und zwar wird es heute sehr, sehr konkret werden. Dankeschön, Christine. Sehr, sehr konkret werden, also wirklich lebenspraktisch. Wir hatten das letzte Mal so... Ging es ja eher in Richtung Thema Philosophie, Sokrates, Dragon Philosophie. Und heute geht es wirklich eher um lebenspraktische Umsetzung. Und zwar werde ich euch heute erklären, wie ein Journal funktioniert, was das ist, wie das funktioniert und was das euch, wie das euch helfen kann. Aus Kevin, hier ins Dr. Auberger, Dragon Gym Dresden. Wir sind da in Vorbereitung, freut mich sehr, dass es da weitergeht. Also, ein Journal und ich werde euch einen kleinen Film heute vorstellen. Und zwar Centurion heißt der. Komme ich später drauf. Der auch nochmal so ein bisschen was erklären soll und einem etwas zeigen kann, wie man im Leben vorankommen kann. Mm. Der Wahnsinn. Der also, macht euch den Shake auch. Gefrorene Beeren, Backkakao, Vegan, King Protein, Reismilch, alles in den Mixer rein, fertig. Genial. Also, ein Journal. Was ist, was bedeutet das, ein Journal? Ein Journal oder Journal auf Amerikanisch, auf Englisch, ist eine Methode, seine Ideen besser zu strukturieren und vor allen Dingen auch umzusetzen und das Ganze auch zu überblicken. Letztlich haben wir jeden Tag 1000 Ideen im Kopf, Ideen, Probleme und so weiter. Und manchmal haben wir das Gefühl, man kommt nicht so richtig vorwärts. Und das Journal hilft euch dabei. Hier seht ihr mein Journal. Das führe ich noch gar nicht so lange. Ihr wisst ja, ich stelle immer Sachen vor, die ich selber mache, probiere und aus eigener Erfahrung auch sprechen kann. Das ist mein Journal. In das Journal geht es darum, da kommt nur rein, was ihr im Leben braucht, um glücklich zu sein. Was ist euer Ziel im Leben? Ich sage bewusst Ziel, nicht Ziele. Ein Ziel kann zwar auch mehrere Sachen mit umspannen, aber jeder Mensch, wenn er ganz tief in sich reinschaut, hat eine Sache, ohne die er nicht leben möchte oder leben kann. Und das sollte da drin stehen. Bei mir, ich benutze es auch in verschiedenen Weisen, dieses Buch. Zum einen mal, die letzten Seiten benutze ich auch so ein bisschen, um aktuelle Sachen zu bearbeiten.
die einfach wichtig sind für meine Gyms und so weiter. Aber der wichtige Teil ist da vorne drin. Erstmal zu dem, es geht um euer Lebensziel, nicht um eine schöne Sache, sondern um ein Lebensziel. Damit meine ich auch weniger solche Sachen wie, ich möchte Geld verdienen oder so. Das natürlich möchten wir alle und keiner sagt doch, also, oder ich kann es mir kaum vorstellen, einer sagt, mein großer Traum ist Geld. Also, das kommt ja durch eine schöne Sache im besten Fall. Petrus, Ruhe, du kannst herkommen, wenn du willst. Und dieses Buch, also ich habe ein bewusst, ich habe es im Sommer 2019. Eine Sekunde, mein Hund macht gerade Party. Petrus, runter da. Abmarsch. Raus da. Ab. Das stört mich. Ich habe es im Sommer 2019 in Stuttgart gekauft. Da war ich gerade auf der Suche oder ja, auf der Suche nach einem Gym. Das haben wir ja auch eröffnet im Herbst. Und da habe ich mir überlegt, ich kaufe mir ein Journal. Das Journal ist ein, also ist ein schönes Buch mit leeren Seiten. Ich habe bewusst darauf geachtet, dass es hohe Qualität aufweist. Es war auch nicht ganz günstig. Also es sieht auch so ein bisschen auf alt gemacht. Es ist schön eingebunden. Hier mit einer schönen, ja, so eine Art Öffnung, so ein, mit einem Magneten. Die Seiten sind sehr dick, fühlen sich schön an. Das ist wichtig. Früher habe ich da nicht so viel Wert drauf gelegt. Warum ist das wichtig? Da ist mein Lebensziel drin. Ich sage euch gleich, was das ist. Das ist ein reiches Buch. Natürlich könnte ich auch was drauf zu schreiben, einen Schmierzettel nehmen. Aber auch in einem Schmierzettel hast du nie diese Energie drin, dieses Schätzen. Ich würde sagen, es ist eine Art Selbst. Ich wertschätze damit mein eigenes Leben, meine Ideen. Bei mir steht da drin auf der ersten Seite als Ziel: Dragon Gym Number One Kampfkunstanbieter in Deutschland. Bam. Das ist mein persönliches Ziel. Jeder soll da rein. Also man muss erstmal kommen auf sein wirkliches Ziel. Das ist gar nicht so einfach. Man braucht da vielleicht für auch ein bisschen Zeit, aber was ist dein wirkliches Ziel im Leben? Ohne was, Gabelos, ohne was kannst du nicht leben? Und das kommt da rein. Und für mich ist es einfach der absolute wichtige Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben, das Dragon Gym voranzubringen und noch konkreter in Deutschland wie ein McFit zu installieren. Man kommt nicht drum rum, das zu sehen, wenn es um Kampfkunst geht. Das ist mein persönliches Ziel. Und dann kommt natürlich noch rein solche Sachen wie, wie kann man das erreichen? Ja, ich öffne Gyms in allen großen und mittleren Städten in Deutschland. Dann habe ich noch hier die Städte hingeschrieben, ja, habe mir das genau angeschaut, damit es konkret wird, damit eure Gedanken konkret werden. Und dann kommen da auch kleinere Schritte, schreibe ich mir auch mit auf. Das ist für mich auch wichtig, ja, wie lange brauche ich dafür ungefähr für jedes Gym? Ganz realistische Sachen. Wie alt bin ich dann? Ja, habe mir auch Zeiten, Fristen gesetzt. Habe mir darauf geschrieben, reingeschrieben, was ich dafür brauche. Und ich schaue nicht täglich in dieses Buch rein, aber einmal die Woche vielleicht im Schnitt. Und das ist unglaublich hilfreich, um euren Lebenstraum nicht zu verlieren, damit er konkret wird, damit er wirklich passiert. Ansonsten wachst du irgendwann auf mit 80 und merkst, dein Traum ist an dir vorbeigezogen. Das wäre sehr traurig. Auch wenn man seinen Traum vielleicht im Leben nie erreicht, ist doch wichtig, auf dem Weg zu sein, zu seinem Traum. Und dieses Buch ist unglaublich wichtig. Ich kann das selber an mir sehen, dass ich seit dem Buch eben Sommer 2019, also jetzt ungefähr ein Jahr habe ich das Buch, ist sehr, sehr viel passiert in meiner konkreten Herangehensweise, dieses Ziel zu erreichen. Weil ich weiß, ich habe es aufgeschrieben und ich dadurch ist es ja da. Weil ich es im Kopf habe, ist heimlich, ist für mich. Das sieht keiner, hört keiner. Das erzähle ich auch keinem, euch jetzt. Aber ich habe einen Spiegel. Ich sehe es selber jedes Mal. Und ich weiß, ich habe es in der Schublade liegen oder habe es dabei und du kannst dann deinen Lebenstraum nicht mehr einfach so wegdrücken, sondern du wirst wieder schauen, okay, du wirst ihn vielleicht verändern, ja, aber du wirst dran arbeiten. Und das hilft da einfach unglaublich gut. Die Christine aus Nürnberg schreibt gerade, sie macht das gerne am Abend vorm Schlafengehen.
und macht es in ihrem Kopf. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ich glaube, jeder muss da auch finden, was ihm liegt. Ich war früher auch kein Typ, der so viel aufgeschrieben hat, aber dass das Buch so schön ist, ich lege eigentlich keinen so großen Wert auf solche Sachen. Ich habe auch keine Dekos mehr mit zu Hause und so weiter. Ja? Das Bild da hinten, ein Bild von Miami sollte es sein, sieht halt schön aus, aber bedeutet mir nicht viel. Aber dieses Buch bedeutet mir viel. Ich nehme das raus, es ist schon haptisch, es fässt sich schön an. Schaut mal, die Schrift, die hier drauf ist, die ist auch auf der Außenfläche nochmal verewigt. Also man spürt die wie so eine Art Blindenschrift. Und das ist einfach, ich nehme das Buch raus und es ist für mich so wie meine Lebensbibel, wenn man das so ausdrücken möchte. Und es geht auf und es leuchtet und es ist für mich wichtig. Und das ist, glaube ich, entscheidend, weil dieser Gedanke, mein Lebensziel, ist keiner, den du verspielen darfst oder den ich verspielen darf. Was wäre vielleicht noch ein anderes Lebensziel von anderen Menschen, die andere Lebenskonzepte haben, vielleicht so der Klassiker Familie gründen, kann da rein, natürlich. Mein Ziel im Leben ist eine Familie mit 2 Kindern, einem schönen Haus im Grünen, sowas vielleicht, ja. Und dann kann ich mir das immer wieder anschauen und nach Jahren wieder rausschauen. Weil das Tolle ist, du erkennst auch, hast du das, also bist du auf dem richtigen Weg, was hast du geschafft in deinem Leben bisher? Also wenn ich das Buch in 5 Jahren wieder raushole und dann sehe, ich habe von den 15 größten Städten in Deutschland, habe ich jetzt in 13 schon ein Dragon Gym eröffnet, dann ist es doch für mich persönlich die Bestätigung schlechthin. Wow, ich bin kurz vor meinem Ziel und wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann gehe ich halt in eine andere, suche ich ein anderes Ziel. Ja? Oder ein weiteres, erweitere dieses Ziel. Also mach das wirklich. Es ist immer viel Gelaber, so ein Journal benutzen auch viele Coaches und viele, ja, so Business Coaches. Und es macht ja auch Sinn. Macht es einfach mal. Kauft euch ein Buch. Ich meine, wie teuer war das Buch? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, 5 Euro, 10 Euro, ich weiß es nicht. Ich habe auch einen schönen Stift. Ein extra mit diesem Stift schreibe ich nur in dieses Buch. Ist auch ein schöner Stift. Faber-Castell, ja. Ich schreibe es uns in jedem Kuli. Aber das ist mein Stift, mein Ideenstift, ja, mein Journalstift halt. Und wenn ihr das macht, geht geht in ein Schreibwarengeschäft, nehmt euch Zeit. Geld sollte da keine Rolle spielen, ob es 5 Euro oder 20 Euro kostet. Und holt euch ein Buch, was euch gefällt, was euch anspricht. Ein Stift, mit dem ihr schön schreiben könnt. Das ist ganz wichtig. Es gibt Stifte, mit denen schreibt man ganz schnell unsauber und er hat keine Connection dazu. Mit diesem Stift schreibe ich gerne, der ist schön weich. Und deswegen kann ich meine Gedanken auch da wirklich reinbringen. Das braucht Muße. Ich würde sagen, für mich persönlich ist eine Sache, in der ich auch gerade im Moment sehr stark daran arbeite, ist Muße haben für Dinge. Ich komme manchmal in eine gewisse Hektik rein, weil ich denke, das ist jetzt wichtiger oder das muss jetzt schnell gemacht werden, aber meist stimmt es nicht. Und wenn man sich Zeit für die wichtigen Dinge nimmt, dann passt alles. Dann sind die unwichtigen, die kann man dann zwar nicht machen, aber die sind ja eh unwichtig. Also, holt euch ein Buch und dann setzt euch hin. Ich würde es gar nicht so machen wie heute, schreibe ich mein Lebensziel auf, weil dann ist man blockiert, sondern steckt das Buch ein, ins Auto oder so, ja, und dann plötzlich hat man einfach so einen Gedanken, das ist es. Wenn ihr vielleicht in der Mittagspause seid oder im Grünen irgendwo und dann holt das Buch und schreibt das da rein. Und dann entwickelt sich so ein Gedanke immer weiter. Und das ist so tragend und so wichtig. Ich für meinen Teil würde sagen, traurig. Nicht, also traurig, wenn ich kein Ziel hätte. Dann hast du ja keinen Lebensinhalt. Wenn ich mein Ziel vielleicht nicht erreichen sollte, ich zweifle überhaupt nicht dran, aber wenn ich mein Lebensziel nicht erreichen sollte, dann ist es ja nicht schlimm. Ich bin auf dem Weg. Das ist ja auch der Do in der Kampfkunst. Ja? Im Dragon Gym ja auch. Du bist ja nicht mehr oder weniger wert, weil du noch kein Schwarzgurt hast. Du bist auf dem Weg. Wenn du ein Blaugurt bist und du gibst kein Gas mehr, dann ist es schwach. Das ist schlecht. Da muss dann der Sensei oder dein Doktor einfach wieder den Schüler mal schnappen und ihnen helfen, da wieder neue Motivation zu finden. Aber noch nicht am Ziel zu sein, ist nicht schlimm. Sich darauf hinzubewegen, das ist das, der Weg ist das Ziel, was man so schön sagt.
dieser Shake, Wahnsinn. Schokolade, Haselnuss, Vegan King. Also, dann setzt euch hin und schreibt. Zwingt euch nicht, schreibt, das wer, was jetzt jemand denkt, was ich da reinschreibe über mein Ziel. Oder wie ich es reingeschrieben habe. Das ist vollkommen egal. In diesem Buch bist du frei. Es muss für dich einen logischen Sinn geben in dir selber. Ja? Und wie gesagt, wir haben halt so viele verschiedene Einflüsse in unserem Leben, dass man sich sortieren muss. Das wird, glaube ich, immer wichtiger werden. Wir haben immer mehr digital, Facebook. Gut, dass ihr alle da seid bei Facebook, aber ich merke das selber, man scrollt auf Facebook hoch und runter und häufig sind dann nur negative Sachen und das belastet einen, wollte ich gerade sagen, aber fast noch schlimmer, es beeinflusst einen. Und deswegen muss man sich auf eine Linie bringen. Ja? Auf eine, wenn ich mein Buch aufschlage, kommen dann nur positive Sachen raus. Und wenn ich sehe, das eine läuft vielleicht nicht so, wie ich es mir gedacht habe, dann kann ich das ja verändern und neue Wege suchen. Aber es ist nur schön, dieses Buch. Ja? Es fühlt sich nur gut an, es gibt mir Power. Und das ist wichtig. Also macht ein Journal, macht es einfach. Macht nicht, denkt nicht groß drüber nach, macht es halt. Das Schlimmste ist ja, dass 20 Euro futsch sind. Und vielleicht eine halbe Stunde Investitionen an Zeit. Aber Andra aus, schön, dass du da bist. Grüße in die Schweiz. Aber es bringt einen wirklich weiter. Es ist eine tolle Sache. Es ist wirklich eine tolle Sache. Es ist eigentlich also eine Beschäftigung mit sich selber und eine Weiterentwicklung. Was da ganz gut reinpasst, ist den Film, den ich euch kurz vorstellen möchte. Weil man braucht ja auch eine gewisse Art von Power, die man durchaus entwickeln kann, Step by Step. Die man entwickeln kann. Und die Frage ist ja, wie kann man die entwickeln, diese Kraft, diese Power, dieses Überzeugtsein von sich und seinen Zielen. Und dafür gibt es einen ganz interessanten Film, der nennt sich Centurion, Fight or Die, ab 18 Jahren, relativ blutig, spielt in der Römerzeit, Schottland, 117 nach Christus. Aber ich glaube, für jeden Kämpfer ist es einfach ein guter Film. Was hat mich da am meisten... Michael Fassbender, oder Michael Fassbender, spielt damit, den kennen die meisten, denke ich. Was nehme ich da raus aus diesem Film? Also es geht darum, die 9. Römische Legion ist in einen Hinterhalt geraten. Die sind in Schottland, im keltischen Hochland, und die Pikten, das Volk der Pikten, sehr kriegerisches Volk, führt sie da letztlich in den Hinterhalt, wobei die Römer natürlich da in das fremde Land reingehen, aber darum geht es jetzt nicht. Und die Römer, die ganze Legion, ich glaube 5000 Mann, werden da niedergemetzelt, haben in diesem Wald keine Chance, ähnlich wie Teutoburger Wald, haben da keine Chance in so einem engen Wald gegen diese Guerillakämpfer, diese Pikten, die für ihr Land kämpfen, haben da keine Chance zu gewinnen. Es überleben lediglich 7 von 5000 Soldaten. Diese 7 Soldaten finden sich auf dem Schlachtfeld wieder, die Pikten ziehen weiter. Und kurz nachdem die 7 Soldaten gemerkt haben, okay, sie sind gesund soweit, ja, haben keine schlimmeren Verletzungen, können sich bewegen. Einen kurzen Moment darauf sagt einer, ich habe unseren Oberbefehlshaber, der wurde gekidnappt und ich habe gesehen, in welche Richtung. Und in dieser Sekunde war der Hauptmann, der Michael Fassbender, Centurio Quintus Diaz, geiler Name, sagt, okay, ab in die Richtung, wir retten unseren Oberbefehlshaber. Das heißt, die haben gerade eine Schlacht überlebt, eine sehr, sehr brutale Schlacht. Und anstatt zu flüchten, hat er sein Pflichtbewusstsein, sein Ziel, ja, um auch wieder auf uns zu kommen, sein Ziel weiter verfolgt und wir müssen den retten und sind sofort losgerannt. Ich meine, die waren blutüberströmt und schwach und natürlich auch psychologisch. Ich meine, 4.993 Soldaten lagen da tot neben denen. Ja? Und gleich, okay, Aufgabe wird weiter verfolgt. Das war so der Schlüsselmoment in diesem Buch. Ich möchte da jetzt nicht so viel über Krieg und Sinn und so weiter. Darum geht es jetzt nicht. Aber es ging mir darum, es hat mich tief, tief beeindruckt, weil dieser Quintus
einfach an seinem Ziel dran geblieben ist. Es gab keine Frage. Es war für ihn ein moralisches Ziel sozusagen, ja, den Adler der Legion wiederzuholen und seinen Oberbefehlshaber zu schützen. Und das ist ein bisschen die Power, die man auch entwickelt im Dragon Gym. Zum Glück müssen wir nicht aufs Schlachtfeld. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber diese Power, diese mentale Stärke, obwohl du schwitzt, dir die Muskeln schmerzen, ja, für den einen nach 5 Liegestützen, für den anderen nach 50 Liegestützen, das ist egal. Aber du wirst motiviert, weiterzumachen. Auf eine sehr, sehr positive Art. Und das ist die Power, die du brauchst, um, wenn du dir ein solches Journal geschaffen hast und bearbeitet hast, die Power brauchst du einfach manchmal, um das wirklich umzusetzen, weil es ist ja einfach ein Buch. Es sind leere Seiten, die für mich bedeuten die Welt. Da ist mein Ziel, mein Lebensziel drin. Das ist für mich alles. Wenn dieses Ziel weg wäre, wäre ich, naja, leer vielleicht nicht, aber ich bräuchte ein paar Monate, um mir ein neues Ziel zu suchen. Ja, also das ist schon mein Leben. Und diese Power brauchst du, um an diesem Ziel dran zu bleiben. Ja, um wenn du Niederlagen hast, wenn mal etwas nicht so klappt, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, straußenmäßig, oder so nach dem Motto, hier gibt es nichts zu sehen, und du gehst in die nächste Richtung und sagst, ach, das war ja gar nicht so mein Lebensziel. Nein, das Buch ist so wertvoll, weil da drin steht, was du brauchst, was du für dich gefühlt brauchst in deinem Leben. Und da muss man grundehrlich sein. Grundehrlich sein. Das Buch ist auch eine sehr private Sache. Ich gehe mit meinen Themen da sehr offen um, aber das manchmal sind vielleicht mein Lebensziel deckt sich überhaupt nicht mit dem Lebensziel meines Partners zum Beispiel. Ja, das, aber nur dann funktioniert dieses Buch auch, wenn da drin steht, was du möchtest in deinem Leben, was du brauchst, wo du spürst, das ist, dafür würdest du sterben. Für dieses Ziel, Dragon Gym in Deutschland Kampfkunstanbieter Nummer 1 zu sein, dass jeder weiß, was Dragon Gym ist. Muss nicht jeder mögen, muss auch nicht jeder hingehen, aber wie McFit, es ist einfach ein Begriff, es ist eine Marke. Dafür würde ich alles geben. Alles. Meine Werte gelten natürlich für die Sache auch. Ich gehe da nicht über Leichen, um das zu erreichen, aber das brauche ich zum Leben. Das ist wie die Luft zum Atmen. Das ist mir wichtiger als, ich finde ein tolles, großes Auto, finde ich super, aber das Ziel ist mir wichtiger. Wenn dabei ein tolles, großes Auto rausspringt, umso schöner. Und diese Power braucht ihr. Ja, also dieses Buch ist wirklich, das hilft euch rauszufinden, was ihr wollt, was ihr braucht vor allen Dingen, was ihr braucht. Ich würde fast sagen, Schwarzenegger hat das mal in seinen Life Rules, hat er das mal mitgesagt. You have to dig deep, deep down, also du musst tief in dir graben, um rauszufinden, nicht was du werden möchtest, sondern who. Also wer möchtest du sein, was für ein Typ möchtest du, was für ein Mensch. Und wenn du das klar beantworten kannst, kannst du auch so ein Journal ganz gut schreiben. Oder was heißt schreiben, das wird dir helfen. Es wird dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Also, Aufgabe für Dienstag. Montag ist ja frei, denke ich. Für Dienstag, kauft euch ein Journal, probiert es aus, schreibt euer Ziel rein. Und wenn es ein Jahr dauert, bis ihr auf euer Lebensziel kommt, vielleicht der eine oder andere hat sich dann auch gar keine Gedanken drüber gemacht und weiß vielleicht gar nicht, was erzählt denn der da, Lebensziel, ja, ich habe einen Job, ist doch schon mal wichtig, und ja, nette Menschen, Partner ist mir wichtig, Kinder, ja, das ist alles, das ist in Ordnung, aber schreibt es da rein. Schreibt es da rein. Und schreibt nicht zu viel rein. Es geht nicht darum, ich möchte gerne Dragon Gym, Bob, Deutschland, ich möchte gerne das Auto, ich möchte die Wohnung. Das ist schon zu viel, weil ein Penthouse, eine Mille auf dem Konto und einen schönen Sportwagen, das sind Sachen, die kommen eventuell durch die Sache mit. Aber das ist nicht das Ziel. Nicht deswegen bin ich auf der Welt, deswegen lebe ich, deswegen stehe ich jeden Morgen auf und freue mich schon wieder auf Montag. Fast schon schlimm, dass morgen Feiertag ist. Gut, dass ich das Dragon Gym habe. Ich habe viele Sachen morgen zu tun. Da kann ich weiterdenken und arbeiten. Aber ich will Gas wieder raus. Und das liegt nicht an dem Auto, sondern es liegt an dem,
an diesem Ziel, das möchte ich auf keinen Fall weggeben. Und das ist toll, wenn man das hat. Und ich muss mich da persönlich bedanken bei unserem Großmeister Viktor J. Köhl. Er hat mir dieses Lebensziel gegeben. Im Sinne von, er hat es mir, ja, wie kann man das ausdrücken? Er hat es in mir entwickelt. Er hat mir geholfen oder gezeigt, was man alles erreichen kann und wie man es erreichen kann. Und hat mir noch sozusagen auch gegeben, was hat mir gezeigt, ey, das ist doch, was du erreichen willst auch. Also die Werte, die Stärke. Und das ist ein so tolles Gefühl, das ist ein Riesengeschenk. Und wer so einen Mentor nicht hat, der, also, oder auch alle anderen Menschen sollten dieses Journal schreiben. Und der eine oder andere wird vielleicht auch ein bisschen überrascht sein oder sich, wenn er sein Ziel einfach mal aufschreibt, dann überlegen, so ein Ziel, komisches Ziel, bin ich wirklich so ein Mensch? Aber das ist nicht weiter schlimm. Man muss ehrlich zu sich sein, wenn ihr was findet in euch, was ihr nicht mögt, dann verändert das. Wie Oyama, Masutatsu Oyama, Gründer des Kyokushin-Karate. Petrus! Kyokushin-Karate. Er hat auch gesagt, er möchte so leben, dass er sich nicht schämen muss. Ja, das heißt, man muss sich oft verändern im Leben, um sich nicht zu schämen, aber dann ist man wieder auf Spur. Also, Journal, fangt damit an. Sucht eure Idee des Lebens, euer Ziel, was braucht ihr, um ein glückliches Leben zu haben? Für was würdet ihr alles im Leben tun? Und wenn da steht, ich würde alles, das Allerwichtigste in meinem Leben ist meine Tochter, mein Sohn, als Beispiel, dann ist es doch schön, dann schreib dir auf, wie du das tun kannst. Wie du deinem Sohn eine optimale Entwicklung geben kannst. Und kontrolliere dich. Ist es nur so ein Spruch oder ist es, oder also arbeitest du auch dafür? Hast du vielleicht Seiten an dir, wo du merkst, Moment mal, da bin ich total egoistisch, da gebe ich meinem Kind nicht die beste Möglichkeit oder da bin ich vielleicht egoistisch und kuschel lieber mit meinem Kind in irgendeiner Situation, anstatt ihm zu bestrafen, was in dem Fall vielleicht pädagogisch für mein Kind viel besser wäre, aber für mich anstrengender. Das kannst du in dem Journal auch einschreiben. Und so wirst du dein Ziel tatsächlich näher kommen. Ja? Also in diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Sonntag. Ich gehe gleich mit meinem Hund ein bisschen Gassi. Ihr hört ihn wahrscheinlich schon, der meldet sich gerade schon. Trink vorher noch mal einen leckeren Shake aus. Wünsche euch morgen allen einen tollen Feiertag. Pfingsten ist, glaube ich, morgen. Ne? Und genießt den Tag, die Sonne. Bleibt stark, fröhlich und positiv. Aus!